Ist es auch manchmal so, dass euch Fehler total ärgern? Ihr macht einen Fehler und hängt euch daran auf und dann passiert ratzfatz der nächste. Viele von euch wissen ja, dass ich Musiker bin und tatsächlich hatte ich mal ein Konzert, was mir wirklich im Kopf geblieben ist. Ich habe im ersten Song gleich ziemlich am Anfang Fehler gemacht. Und dann guckte der Klavierspieler, guckte noch so rüber, weil er es auch gehört hat und ich dachte mir, oh Gott. Und dann, während ich noch beim innerlichen meine Güte, bist du blöd warst, passierte der nächste. Der nächste Blick kam und so ging es bis zur Pause, hatte ich bestimmt 10 Fehler gespielt. Ich war total unkonzentriert und dachte immer nur über den letzten Fehler nach. Nachher habe ich mich dann zusammengenommen und es ging, die zweite Pause war fehlerfrei, immerhin. Aber was sagt uns das? Wenn ihr daran Interesse habt, bleibt noch einen Moment dran. Nach dem Intro geht's weiter. Hallo, ich bin Martin Schröer, Musiker und Organisationsentwickler und systemischer Coach. Und es geht heute um Fehler. Fehler sind nämlich total spannend. Die sagen uns, wo was nicht in Ordnung ist. Sie weisen uns auf Sachen hin. Und deswegen können wir an ihnen nicht nur verzweifeln, sondern sie auch nutzen. Und darum soll es heute gehen. Also viel Spaß. Es gibt ja verschiedene Arten von Fehlern. Der letzte Fehler, den wir hatten, waren eigentlich mehrere schlechte Würfelergebnisse. Könnte man jetzt sagen, ist kein Fehler. Aber wir hatten riesen Spaß daran, dass total viele kritische Fehler und wir haben D&D gespielt, also schlechte Würfel gemacht, irgendwie im Fünfer- oder Zehnerbereich, im unteren Bereich gewürfelt. Und es sind viele Sachen schief gelaufen und es hat einen Mordspaß gemacht. Oft nimmt man ja einen Reroll. Ich würde davon abraten, manchmal ist es einfach geiler, das nicht zu machen und wirklich auch einfach den Fehler mal zu genießen und den passieren zu lassen und den Reroll lieber dann an der Stelle nehmen, wenn er wirklich absolut notwendig ist. Also, Fehler beim Würfeln, Punkt 1. Punkt 2, Spielleiterfehler. Wer von uns ist schon perfekt? Also ich bin's nicht. Ich mache ständig irgendwelche Fehler und lasse mich auch öfter mal von meinen Spielern korrigieren. Und die wissen auch, dass sie das dürfen, ja. Und manchmal sagen sie mir sogar, ah, hast du nicht noch diesen Zauber am Laufen am NPC? Also bei Kämpfen merke ich einfach, das sind 4 routinierte Spieler oder 3 routinierte Spieler momentan, die wirklich irgendwie die Aktion ihrer Charaktere drauf haben. Da komme ich schlecht dran, wenn ich irgendwie mir überlegen muss, was meiner gerade macht. Aber irgendwie unterstützen sie mich und es macht total Spaß. Also auch wenn ich mal irgendwas falsch mache in der Geschichte, dann sage ich lieber, oh Moment, mir ist gerade ein Fehler unterlaufen. Es war gar nicht so, sondern es war so und so. Bitte vergesst das andere. Überlegt nochmal neu, was ihr machen wollt. Wir gehen mit der Kamera ein Stückchen zurück in der Geschichte und fangen nochmal von vorne an. Also nicht ganz von vorne, sondern hinterm Fehler sozusagen an oder da an, wo der Fehler war. Und das ist besser als irgendwas, was sich nachher komisch entwickelt, wo ihr euch jahrelang noch über den Fehler ärgert, weil die Kampagne einen ganz krummen Weg genommen hat zum Beispiel oder das Abenteuer und nachher nicht mehr stimmig war. Also Fehler unbedingt zugeben. Dann sind Fehler ja auch ein Hinweis dafür, dass irgendwas nicht ganz richtig ist. Das kann zum Beispiel sein, dass irgendwas ständig falsch verstanden wird. Dann stimmt vielleicht die Kommunikation nicht, dann ist es ein Fehler in der Kommunikation. Dann kann man über Kommunikation reden. Oder dass dann sogar Ärger entsteht dadurch, dass man mit jemandem Streit kriegt dadurch. Also dann bitte sprecht diesen Fehler an oder was nicht gut gelaufen ist, lasst das nicht einfach hängen, sondern akzeptiert es, dass ein Fehler passiert ist und akzeptiert, dass man daraus lernen kann, dass das wirklich auch so ein kleines Trüffelchen ist und was man gefunden hat und wo man jetzt auch was nachher einen Fortschritt hat und wo man was von hat im Endeffekt. Also Fehler bringen uns was bei. Des Weiteren bringen Fehler auch neue Ideen. Wenn ich
tatsächlich mal was verbocke im Abenteuer und ganz in die falsche Richtung gehe und den Fehler mal nicht zugebe, dann kann es auch passieren, dass ich das deshalb nicht tue, weil ich denke, oh, jetzt habe ich ja gerade noch eine ganz andere Idee, dann machen wir es doch so und so. Das heißt, ich stricke mein Abenteuer durch den Fehler etwas anders, wenn es jetzt kein kapitaler Fehler war zum Beispiel, und es fallen mir neue Sachen ein, die passieren können. Das passiert durch Fehler. Man verquasselt sich, sagt irgendwas Falsches und eigentlich ist es cool. Das Schlimmste, was man mit Fehler machen kann, finde ich, was ich gemacht habe als Gitarrist, was ich ja gerade erzählt habe, irgendwie im Fehler bleiben. Leute, genießt die Fehler. Fehler sind wirklich eine Quelle großer Kreativität und Inspiration im besten Fall. Und im schlimmsten Fall sind sie nicht so schlimm. Also am besten den Fehler genießen und vielleicht sogar noch was rausziehen. Tja, was ist jetzt aber, wenn ihr zum Beispiel mal eure Gegner zu hart angesetzt habt und die ganze Gruppe stirbt? Oder wäre eigentlich tot, sage ich jetzt mal. Das heißt, ihr habt einen TPK, Total Party Kill, und das wollt ihr eigentlich natürlich nicht gerne haben, aber was könnte man machen? Auch hier führt der Fehler zu ganz spannenden Ergebnissen unter Umständen. Ja, die Helden liegen alle da, 0 Trefferpunkte, und der Gegner nimmt sie einfach gefangen. Und dann passiert was Neues, weil dann müssen sie aus der Gefangenschaft entfliehen zum Beispiel. Also lasst sie nicht einfach sterben, sondern macht aus der Situation was. Was gibt es noch außer Gefangenschaft? Zum Beispiel, oder die Charaktere werden entführt. Ja, die Helden werden entführt. Sie sind einfach ohnmächtig geschlagen worden, werden entführt. Also das sind so Fehler, die passieren auch auf diese Art, die man mal nutzen kann. Eine Gefangenschaft oder eine Entführung, weil alle vermeintlich tot waren, auf 0 Trefferpunkte zum Beispiel, kann sehr spannend sein. Ich spreche jetzt gerade von D&D, weil dann ist man bei 0 nicht sofort tot. Da gibt es noch Optionen sozusagen. Wenn ihr ein anderes Spiel habt, dann überlegt euch, wie es bei euch funktionieren kann, dass nicht alle sofort sind. Manchmal machen eure Spieler ja auch absichtlich vermeintliche Fehler, weil sie meinen, dass ihr Charakter so ist. Und das ist ja eigentlich so das größte Kompliment, was Spieler ihrem Spielleiter machen können, indem sie sagen, ja, also ich würde jetzt gerne so und so machen, aber mein Charakter wird es nicht tun. Ich lege den sozusagen in deine Hände. Was machst du damit? Und ich finde, dass solche Sachen immer irgendwie belohnt werden müssen. Gebt dafür eine Inspiration oder einen Heldenpunkt. Wirklich, wenn jemand seinen Charakter super ausspielt, obwohl es für ihn eigentlich ein Fehler, ein Nachteil ist, dann gebt ihm irgendwas dafür, dass er merkt, er hat im Endeffekt was richtig gemacht, indem er das falsch gemacht hat. Indem er konsequent war, indem er Sachen zu Ende gedacht hat, wie sein Charakter denkt. Okay, das war's zum Thema Fehler für heute. Wenn ihr noch Kommentare habt oder Ideen habt für coole Fehler, schreibt sie doch in die Kommentare rein. Ansonsten freue ich mich über ein Like oder ein Abo. Bis dahin, macht's gut, euer Martin. Ciao.